Dritter und letzter Wettkampftag bei JTFP im Rollstuhlbasketball in Berlin und damit Zeit herauszufinden, welche der hier angetretenen Schulen sich Platz 1 auf dem heiß ersehnten Treppchen erspielen kann. Nachdem sich die Stephen Hawking Schule Neckar-Gmünd aus Baden-Württemberg in einem 8:15 der Karl von Linné Schule aus Berlin geschlagen geben musste, kam es zum großen Finalspiel. Und hier trafen zwei, ja sozusagen alte Bekannte aufeinander. Wie erwartet lieferten sich die beiden Top-Favoriten, die Anna-Freund-Schule aus Köln und die Karl-Friedrich-Gauß-Schule aus Hemmingen in Niedersachsen, das Duell um den Platz des Bundessiegers. Und das bei bester Stimmung unter allen Anwesenden. Diese zwei sind sich bereits in der Vorrunde begegnet, in welcher die Niedersachsen nach einem 0:7 Rückstand eine unfassbare Aufholjagd starteten und das Match mit 8:7 zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Doch so einfach wollten es ihnen die Kölner dieses Mal nicht machen. Mit einem gigantischen Batzen Motivation gingen sie ins Match und sorgten vor allem in den Anfangsminuten für ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die Jungs und Mädels in Rot schienen jedoch sicherer, unverwandelten Tore wie diese nach einem missglückten Freiwurf schnell und konsequenter. Und auch das Stellungsspiel der Niedersachsen machte den Kölnern zu schaffen. Immer wieder waren sie gezwungen, ihre Spielzüge zu verlangsamen und gaben so das Spiel mehr und mehr aus der Hand. Mit einem bequemen 14:5 für die Karl-Friedrich-Gauß-Schule ging es dann erst einmal in die Halbzeit. Wir haben gestartet mit einer Pressverteidigung. Da haben wir unsere beiden besten Spieler auf den besten Spieler des Gegners angesetzt, um den Aufbau zu stören. Und haben die Kölner so eben zu leichten Ballverlusten gezwungen, die wir dann im Gegenzug im Fastbreak sicher verwandelt haben und so mit einer komfortablen Führung eigentlich in die Halbzeit gegangen sind. Und nach dieser stand fest, die Motivation der Kölner war immer noch genau dort, wo sie zu Spielbeginn auch schon war. Nach ein paar torlosen Spielzügen war es Thomas Reier, der den Anschlusstreffer für seine Mannschaft erzielen konnte. Und dieser startete Aufholjagd. Immer wieder konnten die Kölner sich vor den gegnerischen Korb spielen und verwandeln. Am Ende reichte es trotzdem nur für ein 20:9 aus Sicht der Niedersachsen. Also das Spiel lief auf jeden Fall gut, nach Plan, wie unser Trainer es gesagt hat. Jeder hat einen Job gemacht, was er machen sollte. Wir haben viel hin und her gespielt. Es war natürlich immer wieder ein nahes Rennen beieinander. Und dann konnten wir ein bisschen durchwechseln, konnten die jungen Spieler, die wir das erste Mal mit dabei haben, auch integrieren, haben sich auch noch eingetragen in die Scorerliste und haben das am Ende dann sehr souverän nach Hause gespielt. Doch niedergeschlagen war hier keiner. Ja, im Gegenteil, die Mannschaften feierten schon in der Halle zusammen ein bisschen vor. Und wie könnte es mit solch einer Mentalität anders sein? Die Kölner hatten ihren Blick schon auf das kommende Jahr gerichtet. Nächstes Jahr wird es natürlich besser. Wir arbeiten an uns und dann hoffen wir, wir kriegen den ersten Platz. Doch vorher ist erst einmal Zeit für die große Abschlussparty. Wir haben natürlich Bock, feiern. Feiern um den zweiten Platz ist immer schön. Es muss eben nicht immer der Erste sein. In diesem Sinne wünscht hauptstadtsport.tv eine grandiose Party und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Bundesfinale JTFO und JTFP hier in Berlin.